Das Krankenhaus Svetivit hat in dieser Region die kombinierte Prozedur eingeführt, die Kataraktoperation und Vitrektomie mit einem Eingriff, die sogenannte Phakovitrektomie, bei der in einem Operationseingriff die Katarakt und die Veränderung im hinteren Augensegment operiert werden, wenn ein kombiniertes Problem besteht. Auf diese Art und Weise wird eine bessere Rehabilitation der Sicht erzielt. Die Patienten für diese Art von Chirurgie sind größtenteils Diabetiker sowie Patienten mit Ablationen und Augenverletzungen. Diese Chirurgie kann man als Neurochirurgie am Auge bezeichnen. Sie ist sehr komplex und von den technologischen Bedingungen sowie von der Erfahrung und den Fähigkeiten des Chirurgen abhängig. Dieses Krankenhaus hat die Kataraktoperation mit Ultraschall eingeführt, die Phakoemulsifikation, eine Methode, die in der globalen Eigenheilkunde schon seit 1971 angewendet wird und die heute zur Perfektion gebracht ist. Das höchste Niveau dieser Chirurgie gibt es hier in Svetivit. Und dadurch ist sie unserer Bevölkerung, diese hochwertige Chirurgie im eigenen Land zugänglich, ohne teure Auslandsbesuche. Die Phakoemulsifikation bietet die Möglichkeit der Kataraktoperation im frühesten Stadium mit den ersten Beschwerden des Patienten, anstatt der mühsamen Zeit des Wartens auf die Reifung und der Zeit der temporären Blindheit, was bei den alten chirurgischen Ansätzen notwendig war. Diese Ultraschallmethode stellt die Chirurgie des kleinen Schnitts dar, heutzutage unter 2 mm, mit der Anwendung einer weichen Intraokulallinse, die abhängig von den ophthalmologischen Problemen und den Bedürfnissen des Patienten gewählt wird. Ein besonderes Vergnügen für die Patienten stellt die Auswahl eines multifokalen Implantats dar, wodurch eine komfortable Sicht auf Fern und Nah sowie im Mittelbereich erzielt wird, ohne die Abhängigkeit von der Brille. Dieser Triumph über die Presbyopie ist der Höhepunkt der refraktiven Chirurgie, etwas, was jahrzehntelang angestrebt wurde. Das Ergebnis dieser Anstrengung, immer besser zu sein, ist der erste Preis für Professor Rossi, weil auf den ersten internationalen Kongress für innovative Ophthalmologie in Bombay in 2008. Zum ersten Mal wurde die Möglichkeit der Phakoemulsifikation bei der Lösung des Problems des verletzten Auges gezeigt, das jahrelang keine Sichtfunktion hatte. Im Krankenhaus Svetivit wurde die Abteilung für Kinder gegründet. Der Leiter dieser Abteilung ist der berühmte Kinderaugenarzt Professor Dr. Rudolf Autrata, der für seine Arbeiten renommierten Preise für die Entwicklung der Augenheilkunde für Kinder bekommen hat. Auf dem Europäischen Kongress für Augenheilkunde bei Kindern in Barcelona im Jahr 2008 hat er den ersten Preis im Bereich der refraktiven Chirurgie bekommen und der Anwendung des Sextimer-Lasers bei Kindern in speziellen Situationen im Ziele der Reduzierung der Schwachsichtigkeit bekommen. Neben den genannten führt er auch alle anderen Interventionen am Augen bei Kindern durch. Thank you.